Wir haben die Sendung mit Frauen begonnen, wir beenden sie wieder mit Frauen und lernen dabei etwas Wohltuendes. Das Ideal, wonach eine Frau nur schön sei, wenn sie fehler- und faltenfrei so anmutig und hingegossen daliegt, hat in der Kunst wenig Bestand. Das beweist eine Ausstellung über Frauenkörper in Heidelberg, die Ihnen Daniela Diehl und Katja Schaller vorstellen. Verführerisch. Gnadenlos. Natürlich. Unterschiedliche Blicke auf das Weibliche. Fotos, Gemälde, Skulpturen vom 16. Jahrhundert bis heute. Die Körper fast immer nackt. Zum einen ist das Sujet des Aktes natürlich etwas, was uns alle angeht. Jeder Mensch hat einen Körper, das berührt uns als Betrachter und Betrachterinnen in ganz unmittelbarer Weise. Darum ist es, glaube ich, auch etwas, was bis heute noch relevant ist. Und in der Kunstgeschichte ist aber auch das Entscheidende, dass der Akt nicht nur ein Sujet ist, sondern auch für ein Ideal steht. Im Vordergrund zunächst die Erotik. Die Sicht auf den idealen Frauenkörper, eine rein männliche. Kein Wunder, in der Renaissance gab es hauptsächlich Künstler. Ihre Darstellung der Frau, ästhetisch, verführerisch, passiv. Hier Lovis Corinth. Frauen aus der Perspektive von Frauen, das kommt im 20. Jahrhundert. Oft nehmen sie sich selbst zum Modell, sind ganz schonungslos. Alles wird realer, auch Gewalt und Schmerz werden thematisiert, wie bei Cindy Sherman. Und heute? Soziale Medien überfluten uns mit Frauenbildern. Ohne Tabus. Das ist ja ein Thema, was eine wahnsinnige Aktualität gerade im Augenblick hat. Also die Gender-Thematik, die Frage, was ist überhaupt Weiblichkeit? Was ist weibliche Identität? Wie werden Frauen inszeniert? Wie nehmen sie sich selber wahr? Mal völlig überfrachtet. Als Stütze der Gesellschaft. Mal ganz unbeschwert, entspannt. Eine Reise durch 5 Jahrhunderte, die zeigt, es gibt ihr nicht den einen Blick auf Frauenkörper.